Yo, was geht, Kader hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Zu jedem Video gehört ein Intro dazu und ich dachte mir einfach, ich mache es jetzt einfach hier zu Hause. Und zwar ist es ein Videomix einfach von mehreren Themen. Ich will nicht lange rumreden und ich würde mal sagen, los geht's mit dem Video. Ich heiße Victoria, bin 16 Jahre alt. Aber es ist Victoria's Secret. Ja, genau. Aber es ist ein bisschen geheim und so weiter. Ja. Geheimnisvoll. Ja. Ihr wisst, um was es heute geht? Nee. 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 Aber hey, sehe ich fresh aus oder? Aber Bruder, du hast Drip heute. Heute hast du Drip dabei. Man denkt, du bist Ozean. Ja, okay. Aber ist die nicht warm, Bro? Bro, weil mit Jogginghose und so weiter ist nicht warm. Nächste Frage. Prächtige Beine. Ich bin die Rome und ich bin 16. Du drehst schnell, Bro. Er ist schnell, gell? Ja. Ja. Was ist da schnell? Am Drehen. Aha, der hat noch mitbekommen, krass. Stell dir mal kurz vor. Yo, was geht? Ich weiß nicht, man kennt mich schon endlich. Ghost, der 19-Jährige. Hey, bist du Ghost? Ich bin der Ghost. Oh, es gibt auch noch einen anderen Ghost. Labern. Der sagt, ich bin Ghost. Ich muss mich hauen mit dieser Ghost, wenn du mich siehst. Ich weiß, wo du wohnst. Warum stehen überhaupt Frauen auf Puls? Wahrscheinlich wegen ihrer Art, weil sie wissen, wie man mit Mädchen umgehen soll. Die sind halt erst nett und dann werden sie halt so. Ich stimme mir zu, aber die wissen halt, wenn man mit Frauen anspricht und so. Die sprechen sich mit Frauen an, aber warte, irgendwelche Vibes sind hier. Irgendwelche, oh, ich dachte, ich hätte irgendwas gesehen. Du hast kein TikTok, oder? TikTok, schwierig, aber Mann. Du kannst tanzen. Ja, ich versuche. Okay, dann hier ist die JBL-Box, okay? Yo. Dann zeigst mal ein paar Moves, bringst den Drip auf einen anderen Level, okay? Warte, das Lied gefällt mir. Ah, das andere Lied brauchst du? Brauchst du mehr Trip und Drip? Also was soll ich jetzt so? Soll ich jetzt komplett ausrasten? Nein, ja, das kannst du auch, Bruder. Ist deine Sache, oder weißt du? Willst du so eher... Geht doch nicht vorbei. Warum haben sie nicht die Kamera gesehen? Hallo? Geht aber vorbei so. Mag ja, okay. Das Scheiße immer, ha? Diese Scheiße Ausland, oh. Was war der krasseste Korb, den du jemals verteilt hättest? Ja, ich habe schon mehrere Körbe verteilt. So richtig. So, like Michael Jordan mäßig oder Kobe Bryant? Beide. Das hast du so gemacht. Ja, schon. Erstmal abgeblockt und dann bam, rein genau. Mit dem Kopf. Wie war diese Situation? Ja, mehrere. Ich kann jetzt nicht eine Situation genau nennen. Wir nennen halt eine Situation, was halt der krasseste Korb war. Wo ihr dachtest so, oh ja, mit dem, das war's mit dem. Korb ist nicht so böse. Ich bin ja ein netter Mensch. Also halt einfach so, ja, nee, sorry, ich habe kein Interesse und fertig so. Also es gibt keinen krassen Korb. Ich sag halt einfach, nee, sorry so. Oh, okay. Oh, go! Hey, ja! Okay, yo. Glaubst du, es gibt Freundschaft zwischen Mann und Frau? Ah, Bruder, dieser Blick, daran merkt man schon. Ghost, du bist kein cleaner Mensch. Okay. Du bist nicht clean, Bro. Mann und Frau, es gibt Freundschaft, aber bei mir nicht. So alle Frauen, wenn ihr mit mir befreundet seid, werdet, nein. Geht nichts, oder? Nein. Also du denkst so eher so, was denkst du? Nein. Nein, es gibt keine Freundschaft zwischen Mann und Frau, ganz einfach. Glaubst du es wirklich? Ja, also je älter man wird vielleicht, aber jetzt momentan, nein. Meinst du jetzt loyalitätsmäßig oder meinst du einfach, weil deine Hintergedanken hatten? Hintergedanken. Es gibt immer Hintergedanken. Schau, es gibt so Typen, der hat noch nie von einer Frau gehört, so, du siehst gut aus. Okay. Und dann plötzlich hört so, ah, du siehst gut aus. Ab wann, findest du, ist man ein Boy? Wenn man viele Mädels halt hat, so jeden Tag so andere Mädels. Also jeden Tag kann man halt so auswählen, man hat so eine Liste und da kann man immer so, genau. Okay, die habe ich schon, abhacken und dann nächste abhacken. Genau. So, wie stellst du dir so vor, er ist in seinem Zimmer, in deinem Kinderzimmer, er so, ach, weißt du was, heute mal eine neue Liste und dann macht er eine neue Liste, meinst du? Nein. Schau mal hin, was für eine Schiene ich sie geraten habe. Ab wann? Keine Ahnung, wenn man viele Mädchen hatte oder wenn man so einen Ruf hat, wenn man weiß, dass er mit vielen Mädchen was hatte. Dass er so weit bekannt ist, ja, meinst du, oder? Ja, verarscht uns voll. Nein, ich verarsch mich selber die ganze Zeit. Ich bin so... Wenn jetzt ein Junge kommen würde, weißt du, worauf würdest du als erstes bei ihm achten? Also ich bin eigentlich so jemand, ich achte nicht wirklich aufs Aussehen, also wirklich so for real. Ich bin Charakter, ist das Beste, aber Style ist natürlich nicht. Ich schwöre, ich lüge nicht. Guck dir, so viele Typen nice, die einfach nicht mal so ein hübsches Gesicht haben, aber einfach so vom Charakter so, das ist wirklich so, das glaubt mir aber niemand, aber es ist echt so. Ist wirklich so? Es ist wirklich so, ich schwöre auf alles. Ich kann auch die Kamera gleich ausmachen, einfach beide, so weißt. Und dann sagst du es mir nochmal. Nein, ich schwöre. Scheiße. Ab wann ist man überhaupt ein Bad Boy? Wenn Jungs so einfach nicht so ein Mädchen sind. Es gibt ja so Jungs, die sind so, die machen so einen auf Schüchtern und so und dann kommen die halt so komisch rüber. Aber du bist nicht so dieser Bad Boy-Typ? Doch. Am Laufen mit jemandem. Mit wem? Ist. Nee, warte mal, mit wie vielen? Mit einem, aber der Junge ist ein bisschen. Er hat eine. Egal, ich darf es nicht sagen. Du stellst dich auf Bad Boys, du bist Bad Girl!
Habt ihr euch schon mal geschlagen? Geschlägert? Ja, ja. Nein. Nee. Was würdest du machen, wenn jemand mit gestresster Blick einfach zu dir herkommt? Würde ich schlagen. Also wenn sie mir dumm kommt, schon. Also dumme Sprüche oder wie stellst du dir das generell vor? Generell dumm kommt, dumme Sprüche oder mich davor angerempelt hat, das macht mich aggressiv. Wenn sie dann trotzdem so weiter Stress schiebt, dann würde ich sie schon schlagen. Aber wenn die so stresser Blick schiebt, dann kannst du ziehen und dann machst du den Stress weg. Mhm. Schau sie mal ganz böse an. Warte. Schau sie mal ganz böse an. Okay, und was würdest du jetzt machen? Oh nein! Er könnte dein Sohn sein, gell? Ja. Bist du einverstanden zu sehen zu sein auf YouTube? Such mich überall, nein, Spaß, ja. CSI Grey, ihr wisst schon, ihr kennt mich doch. Aber warum sagst du dann Insta, wenn alle dich kennen? Die kennen mich, aber die mich nicht kennen, die sollen mich kennenlernen. Dads.Victoria. Kannst du danach vielleicht ein paar Klamotten klären und so weiter von Victoria's Secret? Sind du und deine Erziehungsberechtigte eingestanden? Bleib. Kein Deutsch mehr. Ich weiß, was du meinst. Einverstanden, dass du auf YouTube zu sehen bist? Ja. Und du auch? Jo. Perfekt. Bist du und deine Eltern einverstanden zu sehen zu sein auf YouTube? Ja, war schon.